Tja, und da meine Halterung von Echo leider nicht passend für meine Mietswohnung war, musste ich dann mich bei Obi umschauen nach den passenden Kanthölzern bzw. nach passendem Material, um mir meine eigene Halterung zusammenzubauen. Ihr seht, ich bin hier gerade auf der Suche nach den passenden Hölzern und ja, ich wurde dann auch schnell fündig, weil ich genau wusste, was ich wollte, und die Zeichnung zeige ich euch jetzt. So, liebe Freunde Elektrotechnik, ich möchte ja bei mir die Panels auf dem Balkon entstellen. Die Sache ist, ich brauche eine extra Halterung. Jetzt habe ich hier so eine ganz professionelle Zeichnung gemacht, wie so ein Handwerker eigentlich auch macht. Das sind meine Maße. Ich habe hier 1,72 habe ich in der Höhe und 1,13 Meter habe ich ungefähr in der Breite. Und jetzt mache ich das Ganze hier mit einer, ja, das ist jetzt eine 40er Latte. Beziehungsweise ich habe jetzt gerade mal nachgemessen. Das ist eine 30er Lattung. Das heißt also hier, das ist der Preis, müsste es sein für. Es ist 48 mal, also ich habe den Preis noch nicht ganz raus, muss ich gleich mal nachschauen. Aber auf jeden Fall werde ich hier dann gleich mir das Ganze zurechtschneiden lassen, damit ich dann quasi hier dann meine Platten aufbringen kann. In dem Winkel hier mache ich dann die Halterung, die ich ja schon habe von Echo. Die werde ich hier dran befestigen, sodass meine Latten, meine Platten auf jeden Fall nicht wegfliegen, denn ihr wisst ja, bei dem ganzen Wind und so weiter, das ist mir echt ein bisschen zu heiß, ja, das Ganze einfach nur so liegen zu haben. Dann werde ich noch unten bei den Füßen noch ein paar Steine hinlegen, sodass mir dann die Platten auch bei schlechtem Wetter, bei richtig viel Wind nicht wegfliegen. Dementsprechend werde ich mir das jetzt zuschneiden lassen hier und dann werden wir so auf rund und ruppig für die beiden Halterungen. Ohne jetzt die Winkel, die habe ich noch zu Hause, genauso wie Schrauben. Kommen wir dann so auf, ja, ich sag mal, rundruppig 20 Euro. Hier habe ich bewegliche Scharnierwinkel benutzt, um eben auch die Ausrichtung der Module in der Hand zu haben. Aber ihr seht ja schon mal den Grundfuß schon mal davon und dann einmal die Halterung, wenn sie liegt. Sieht aus wie die Gartenhalterung, wenn man so möchte. Und ich habe die Halterung bzw. die von den Bosch-Profilen genutzt und da habe ich die Löcher reingebohrt. Das zeige ich euch mal gerade. Also hier seht ihr, dass ich da mit dem Bohrer da zwei Löcher reingebohrt habe, die ich dann oben an meinen Halterungen befestigt habe. Das sind die von den Bosch-Profilen, die eigentlich dafür gedacht sind, um die Module am Ende festzuhalten. Natürlich, klar, bauliche Veränderungen ist meine eigene Verantwortung, aber ja, wenn man Handwerker ist, dann hat man irgendwo auch eine Ahnung. Und hier seht ihr die ganzen fertigen Teile und jetzt so und so sieht das Ganze jetzt so halb fertig aus. Ich habe hier auch schon die Verlängerungsleitung einmal hier lang gelegt. Also diese Leitungen sind extra dafür ausgelegt, dass eben ich das Fenster auch schließen kann. Weil wäre ja blöd, wenn jetzt hier ganze Zeit Luft reinkommen würde. Ich habe auch extra den Wechselrichter da hingelegt. Wird auch erstmal da liegen bleiben müssen. Ich meine, okay, so finde ich ihn schnell. Aber ja, den jetzt hier irgendwie draußen zu positionieren. Ich meine, wenn es jetzt meine Wohnung wäre, dann hätte ich mir natürlich auch eine Steckdose hier außen, hätte ich mir die hingesetzt. Ja, weil ich habe ja meine Steckdose, wenn ihr schaut, die habe ich ja hier. Ich werde ja genau die da benutzen zum Einspeisen. Aber dadurch, dass ich ja nur Mieter bin, deswegen kann ich hier wenig machen. Man muss auch sagen, klar, die Ausrichtung hier von meiner Halterung, die ich hier gebaut habe, ja, summa summarum, sagen wir mal 30 Euro für beide Halterungen hier aus Holz. Ich habe da hinten noch einen Stein hingelegt, klar, damit das Ganze nicht umkippt. Ich habe hier auch noch, das ist das Schöne bei den Panels, dass ich hier mit Kabelbinder nochmal was festmachen konnte. Was ich allerdings genutzt habe, ist hier die Halterung. Ja, da habe ich die Teile hier genommen, habe nur das mit der Schraube entfernt für die Profilschiene. Aber das hält auch so. Also wenn hier irgendwie was mal vorne kippen sollte, dann kippt die komplette Halterung. Deswegen natürlich dann der Stein. Und ja, natürlich, wie gesagt, die Ausrichtung jetzt hier ist alles andere als optimal. Aber ich möchte ja hier auch noch irgendwie, ich sag mal, im Sommer oder so das Ganze nutzen können. Das heißt, vielleicht nochmal Wäsche hier hinstellen. Oder halt noch einen Tisch oder sowas, ja. Deswegen das Ganze jetzt nur mal zu diesen Testzwecken. Aber man muss dazu sagen, okay, ich habe hier auch noch, wie schon gesagt, hier so eine Südostausrichtung. Das heißt also, wie viele Stunden Sonne ich hier habe. Ja, natürlich jahreszeitabhängig. Heute ist nicht ganz so optimal. Nur, dass ihr schon mal seht, okay, auf beiden Seiten. Weil das ist im Prinzip das, was ich euch hier zeigen möchte, ja, weil
wir haben nicht immer alle die allerbesten Voraussetzungen. Wir haben nicht den Garten jetzt, wo wir die Steckdose außen haben. Wir haben nicht irgendwie, dass das unser Haus ist. Wir haben nicht unbedingt ein Geländer. Wobei wir bei einem Geländer auch wieder darauf achten müssen, wenn wir das Ganze ausrichten, je nachdem nach Witterungsverhältnissen, wenn da so ein Kyrill kommt oder eben andere Unwetterverhältnisse, dann kann dir das Geländer auch schon mal wegreißen. Ja, das muss man auch immer wieder bedenken. Ja, schön und gut, dass es eine Geländerhalterung gibt für die ganzen Module, aber auch bei Sturm und so weiter, da ist schon eine Kraft, die da drauf zieht. Ja, auch wenn das Zeug liegt im Garten. Ja, ich habe das schon so oft gesehen, dass da sehr, sehr viele Steine unten hingelegt wurden, eben für Gewicht nach unten, ne, damit das eben nicht wegfliegt, das Zeug. Auch, und das ist auch wieder so eine Sache, ihr seht das nämlich hinter mir, ja, ich habe hier so das Ganze überdacht, ja, kann ein Vorteil sein, dass mir eben kein Schnee auf die Module fällt, kann aber auch ein Nachteil sein, was den Lichteinfall anbelangt, ja. Das muss man natürlich alles mit einrechnen. So, liebe Freunde Elektrotechnik, jetzt kommen wir mal zur Inbetriebnahme von diesen beiden Modulen. Und ich habe das Ganze schon mal so weit vorbereitet. Ihr seht es hier, wir haben bei jedem Modul haben wir Plus und Minus, Rot Plus, Schwarz Minus. Und hier das Ganze einmal, genauso wie auf der anderen Seite, simultan dazu. Mir das Ganze hier runtergelegt. Und dann geht es auch schon hier runter zum Wechselrichter. Wechselrichter, ich nehme das Ganze einfach nur hier und schließe das Ganze an. Ihr seht, es ist wirklich nur Plug and Play. Ja, nehme ich den, Plus und Minus, beide reingepackt und das war's auch schon. Wenn man dann hier schaut, hier ist so eine kleine LED, da seht ihr hier, die blinkt dann grün, das heißt, okay, man hat alles korrekt und richtig gemacht, alles funktioniert so, wie es soll. Und das Ganze lege ich jetzt hier hin und jetzt habe ich euch ja gesagt, okay, ich habe hier diese Verlängerung, damit ich das Ganze hier reinpacken kann. Und jetzt schließen wir gleich mal das Fenster, um euch zu beweisen, okay, hier im Winter keine kalte Luft rein, ne? Weil wäre ja blöde, wenn ich genau das Problem dann hätte. Und dann schauen wir gleich mal, wenn ich den Stecker noch dazu packe und das Ganze dann einspeise. Aber das ist im Prinzip, wie gesagt, Plug and Play. Wir schließen jetzt mal das Fenster. So, ihr seht das Ganze hier unten. Ich habe das Ganze jetzt hier durch angeschlossen. Und jetzt kann ich das Fenster schließen, zu. Ich höre nichts mehr, das heißt also, es ist dicht. Stecken wir das Ganze hier einfach zusammen. Nehmen den Stecker, ab in die Steckdose. Und das war's. LED ist wieder grün, sehe ich hier. Das heißt also, alles funktioniert genauso, wie es soll. Wechselrichter arbeitet. Und jetzt geht es natürlich im folgenden Video darum, die App zu installieren. Da gibt es ja von Goneo. Einmal die Anleitung, genauso wie den QR-Code dazu, dass ihr auch die passende App dazu findet. Dazu aber dann im nächsten Video mehr, wie ich euch zeige, wie man das Ganze schnell einrichtet. Und dann tagtäglich im Prinzip, nachdem man das Ganze mit seinem Netzwerk verbunden hat, also mit seinem WLAN-Router per Bluetooth, dem Ganzen einen Namen gegeben habt, dass ihr eben sehen könnt, okay, was habt ihr überhaupt für einen Ertrag jeden Tag.